Läuft's oder was? Ja. Echt? Hensler, schnell nochmal. Läuft echt schon? Ja. Live on tape, wie ihr seht. Was passiert? Passiert. Willst du noch weiter weggehen oder kommst du auch mal näher ran? Ne? Damit die Leute sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob du noch dich weiter ausbreiten willst und ein bisschen gehen. Ja, doch. Heute, Freunde der Nacht, gibt es einen absoluten Klassiker. Caesar Salad. Das Entscheidende am Caesar Salad, Salat, ja klar, aber ist das Dressing. Damit steht und fällt das. Und wie oft ich schon in irgendwelchen Hotels, die gibt es ja meistens immer auf der Nachtkarte, wenn man vom Dreh nach Hause kommt, dann ins Hotel noch Hunger hat, ein Caesar Salad ist. Wie viel beschissene Caesar Salad auf diesem Planeten gibt, ist Wahnsinn. Ich bin gerade überlegen, ich habe neulich einen gegessen, wo war das noch? Wo war, der war so schlecht, dass ich dachte, das kann nicht deren Ernst sein. Genau, da war ich im Urlaub, im Oman, das ist gar nicht so lange her, wirklich sauteures Hotel. Und mittags sitzen wir, war so eine Strandbude, Caesar Salad, frag mich nicht, was, $28 oder so eine Scheiße. Wirklich, da kommt ein Salat an. Ich kann's euch. Erstmal hat er richtig Chips gekostet, ne? Der war echt, guck mal, das fällt mir jetzt ein. Das Hotel hat mich sowieso nur genervt. Mal ab davon, war ein Scheißladen. Und hat gekostet, ey, da nage ich, zahle ich heute noch ab. Ja? So, pass auf, da kam Salat wirklich so, in der Größe. Dann war da irgend so mayonnaisiges Zeug drauf. Und unten lag so eine, war mit Hähnchen, Standard, nicht mal gegrillt. Das war wie in Wasser gekocht, aber nicht mal gesalzenes Wasser. Wirklich der beschissenste Caesar Salad meines Lebens. Im Oman. Absurd, absurd. Für eine Kohle. Deswegen machen wir heute Caesar Salad, damit ihr nicht in den Oman fahren müsst, um dieses traumatische Erlebnis zu haben, sondern ich zeige euch das hier bei Henslers Schnellnummer. Übrigens den Kanal gerne abonnieren, wir freuen uns sehr. Obwohl, man muss sagen, krass, die Abonnentenzahlen sind echt, also echt super, muss ich sagen. Freut mich sehr. Jetzt geht's aber los. So, was braucht man dafür? Wir brauchen Gemüsebrühe. Gibt es auch immer ganz viele Fragen, wie mache ich das? Wie mache ich eine Gemüsebrühe? Auch in den Kommentaren. Ganz einfach, demnächst geht es um Schoppenpulver von mir. Komplett natürlich, wir arbeiten da gerade dran. Dehydriertes Gemüse, nur ein bisschen Salz, Kräuter. Dann könnt ihr es nämlich so anrühren. Das ist nämlich schon dieses Pulver. Was ist demnächst? Hier gibt. So, dauert auch nicht lange, verspreche ich euch. Vielleicht gibt es sogar schon. Nee, noch nicht ganz. Dann haben wir hier eine Sardelle, die sieht so aus. Habe ich am Morgen aus der Elbe gezogen. Dann Essig. Ganz normalen, wir sagen in der Kochsprache immer ganz gerne Schweineessig. Das ist ein ganz normaler Branntweinessig. Einfach pure Säure. Parmesan, der allerdings, das können wir gleich mal machen, muss fein gerieben werden. Das ist ganz wichtig. So, auf dieser unfassbar scharfen Reibe, muss ich sagen. Da ist eine Microplane-Witz gegen, ey. Tja, das ist ja wie Ferrari und eine Ente, ey. Und das hier ist der Ferrari, wohlgemerkt, ne? Der Ferrari. So, Parmesan fein reiben. Ich hab ja seit Grill die Hände, habe ich Angst vor Reiben, ne? Weil ich wirklich, ich habe mich in meinem Leben in dieser Scheißsendung so oft geschnitten, an Reiben immer, dass ich einfach immer ein größeres Stück nehmen muss, weil ich das lasse das immer übrig. Das schmeiße ich dann auf die Nudeln oder so. Was wir gleich hinterher reiben können, ist der Knoblauch. Der ist auch ganz entscheidend. Dafür jetzt hier einmal die Zehe pellen. So. Guck mal, wir haben gesagt, wir wollen die vorher pellen, dann geht es schneller. Haben wir wieder recht gehabt. Hätten wir machen sollen. Jetzt hier auch rein. Da scheiden sich auch immer so ein bisschen die Geister an Knoblauch, ne? Soll man das reiben? Soll man es drücken? Muss man innen drin den Kern rausnehmen? Es stinkt einfach immer ein bisschen. Hab ich so meine Erfahrung, oder? Ja, ist so. Ist so. Da braucht man sich gar nichts vormachen. Aber es ist halt geil. Schmeckt dann einfach gut. Und ein bisschen stinken ist ja auch nicht so schlimm. So, jetzt haben wir das Parmesan und Knoblauch. Dann vom Ei brauchen wir nur das Eigelb. Und wir brauchen auch noch den Saft von der Zitrone. Das heißt ordentlich Säure. Und dann geht das Ganze in ein Gefäß. Und jetzt müsst ihr zu Hause ein bisschen gucken, ob ihr so einen Blender nehmt. Einen relativ schmalen braucht ihr, weil man braucht mal eine gewisse Menge, um so ein Dressing auch herzustellen. Wir machen es jetzt hier heute mit einem Stabmixer, weil ich glaube, das ist das, was die meisten Leute auch zu Hause haben. Zitronensaft. Jetzt kommt der Essig. So. Die Brühe. Dann hier Sardelle.
Dann Eigelb. Machen wir schon mal hier. Eiweiß weg. So. Flop. Jetzt holen wir schon mal den Stabmixer hervor. Memo an mich selber. Stabmixer. Vielleicht hätte ich das schnell nur mal selber machen. Jetzt hier Parmesan-Knoblauch hinein. Wichtig, das Öl noch nicht. Sonst wird das Ganze komplett gerinnen. Und was man jetzt macht, Stabi rein. Komm mal her. Das Ganze jetzt erstmal schön mixen. Und jetzt ruhig ein bisschen Zeit lassen. Ja? Das muss richtig fein sein. Dazu ganz wichtig, ich würde so einen halben Teelöffel Salz. Locker. Jetzt gucken wir uns das gleich mal an. Jetzt gucken wir mit dem Löffel was raus, damit ihr wirklich erkennen könnt, wie fein das jetzt wirklich gemixt sein muss. Dass ihr einfach mal schon mal wisst. So, guck mal hier, wirklich, ne? Ihr seht, Parmesan, Knoblauch, richtig fein püriert jetzt. Oh, kannst du schon so trinken, ne? Das wäre geil. Statt Proteinshake. So, jetzt geht's los. Jetzt mixen und dann langsam hochziehen. So. Was für ein Öl? Normales Pflanzenöl, ganz wichtig, ne? Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl. Aber kein Olivenöl, weil sonst wird es viel zu bitter, ne? Nur dran denken. Nach und nach rein. Schön mixen. Das ist nur einmal abtauchen lassen. So. Oh. Ja. Ja, komm hier, hier. Perfekt. Einfach perfekt. Der eine oder andere, der sagt, wenn man es ein bisschen dicker haben will, macht man einfach noch ein Eigelb dazu oder ein kleines Eigelb. Aber so auf die 12. Prise Salz noch. Ich würde noch mehr rein, weil ein Dressing, müsst ihr euch mal merken, per se muss eigentlich immer ein bisschen überwürzt sein. Weil natürlich der Salat besteht ja fast nur aus Wasser. Und wenn ich mir jetzt so einen Löffel Dressing reinhaue, denke ich so im Mund so, boah, geil. Super Geschmack, marinier den Salat, ess das Ganze, ist ja gar nichts mehr von übrig geblieben. Deswegen ein Dressing per se immer ein bisschen überwürzen, keine Angst haben. So. Die Hauptarbeit ist getan, jetzt kommt wirklich nur noch die Kür. Und zwar zeige ich euch mal leckere Croutons, fand ich ja schon mal aufsetzen können. Übrigens an dieser Stelle muss ich einfach noch mal erwähnen, auf Hensler.shop. Diese Pfanne mittlerweile in zwei Größen. Hier ist auch die große, die 30 cm Pfanne. Dann, Frex, komm, zeig mal kurz. Kleine Werbeunterbrechung. Unsere super duper Töpfe mit der gleichen Beschichtung wie die Pfannen. Geil. Mit Deckel sogar. Das muss man ja erwähnen, ne? Gibt's auch bald. Auf Hensler.shop. Weil wir müssen Werbung machen, weil dieser Channel ist immer noch nicht. Ich glaube, das ist der einzige Channel auf YouTube. Mit dieser Followerzahl oder Abonnentenzahl, der nicht monetarisiert ist. Das muss ich mal reinziehen. Also ihr guckt das immer und habt nicht diese nervige Scheiße von irgendwelchen, weißt du, irgendwelchen komischen Hosen, komische Werbung, die du nach 5 Sekunden wegklicken musst. Nein, hier müsst ihr nur ein bisschen mein Schild ertragen. So, ich habe mir hier jetzt ein Baguette. Jetzt her. Einfach runterschneiden. Bisschen grobe Kelle. Ach, guck mal, heute nicht. Schön so lassen. Geil. Und dann Olivenöl. Das gute Olivenöl. Das ist wichtig, ruhig ein bisschen mehr. Dann noch Rosmarinzweig. So, Knoblauchzehe. Die ditschen wir tatsächlich nur kurz an mit dem Messer. So, einmal anknacken. So wie da. Mit dazu. Kleine Runde vom Brot dazu. Deswegen auch ein bisschen mehr Olivenöl, weil es natürlich jetzt ein bisschen vollsaugt.
Währenddessen nehmen wir schon mal einen Salat ran. Das Brot schmeckt aber auch lecker. Das ist aber, wenn du Hunger hast, schmeckt dir sowieso alles. Ist mir schon mal aufgefallen? Wenn du Hunger hast, schmecken dir Sachen, die dir sonst nicht schmecken. Das ist wie mit Hunger einkaufen. Ja, schlecht. Bist pleite nachher. Ja, und hast du Scheiße gekauft. Ja, das stimmt. Wo du denn dich die nächsten zwei Tage fragst, was habe ich denn für ein... Was hab ich zum Kochen gekauft? Was, ja. Ja, zum Kochen kaufe ich so nicht ein, aber... Ja. Also ich nicht. Herr Künstler, kochen Sie eigentlich auch zu Hause? Ja, gerne sogar. Du ja, ne? Immer. Das ist Wahnsinn, ne? Das war aber schon immer so, ne? Ja, war. Du hast schon immer, immer, auch damals. Immer. Ja, guck mal, wie lange kennen wir uns jetzt? Boah, 20 Jahre, ne? 20. 20 Jahre, ja. Nochmal. Nee, 20 Jahre. Ja, ja, so. Als Jungkoch hat der Kameramann angefangen. Bei mir. Nicht mehr Koch, sondern Kameramann. Endlich haben wir was gefunden, was er gut kann. Nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren. So. Jetzt hier, ganz wichtig, direkt zu den Croutons, Sonnenblumenkerne einfach mitrösten. Ne? Zwei in ein sozusagen. Dann haben wir jetzt hier die Kirschtomaten. Einfach ein bisschen halbieren. So. Sehr schön. Dann, das habe ich tatsächlich schon vorbereitet, das muss ich euch gleich nicht zeigen, gewaschenen Salat. Kirschtomaten drauf. Und was viele immer vergessen, Croutons auch würzen. Ja, Prise Pfeffer, vor allem aber Salz. Das vergessen die meisten. Und ihr wisst, ihr seid bei Hänsel schnelle Nummer. Bei Croutons zum Schluss darf nicht fehlen, heute französische Salzbutter sogar. Bisschen Flocke Butter zum Schluss. Ganz wichtig, nicht am Anfang, weil durch die Länge der Zeit, seht ihr selber, die brauchen immer so ein bisschen, verbrennt das schnell. Und jetzt zum Schluss macht ihr einfach schön so ein bisschen hier. Dass die Butter, das Geile ist, das Brot saugt da diesen ganzen Geschmack auf. Oh. Jetzt ist die Frage, will man die Croutons ranmachen, dann das Dressing? Nee. Aber die Croutons würden natürlich das Dressing auch ein bisschen auf, aber ich würde es mal so machen. Pass auf. Jetzt kommt unser Dressing hier dran. Weißt du eigentlich, wo der Caesar Salad erfunden wurde? Oh, jetzt kommt's. Nee, Las Vegas, ne, oder? Nee, tatsächlich in Mexiko, in Tijuana, im Caesars Hotel. Das habe ich letztens auch erst nachgelesen. Echt? Irgendwie war es immer so, als wenn es was Italienisches wäre, dachte ich. Ja. Also, und wer hat das da erfunden? Ein Italiener, der irgendwie das Restaurant in diesem Hotel betrieben hat. Ah, okay. Da guck mal hier, das lebende Lexikon. Ist ja gut zu wissen, dann wissen wir das auch. Kleiner Tipp jetzt von mir. Salat auch immer, bevor ihn anrichtet, ein bisschen würzen. Vergessen auch viele. So, jetzt hier, guck mal, schon ein bisschen Pfeffer und nochmal eine ordentliche Prise Salz an den Salat machen. Nicht nur das Dressing, sondern auch dann. Jetzt hier schön durchrühren. Ich finde ja auch, gerade bei Caesars Dressing ist wichtig, Mucho Dressing. Ne? Nicht so Kinkerlitzchen-mäßig, sondern da muss richtig was drauf. So, guck mal hier. Wo habe ich die Tomaten verstecken sich natürlich immer unten. Das Schwerste bleibt immer unten. Oben drauf. Oh. Ah, guck es dir an, du. Jetzt her. Bist ja ohne. Oh, kurz vor knapp wieder hier, Herr Hänsler. Ne? Jetzt Kerne. Guck mal, die Knoblauchzehe baller ich einfach mit rauf aus optischen Gründen. Guck, ein paar Rosmarinnadeln sind auch abgefallen. Oh, guck es dir an. Man könnte jetzt natürlich noch so ein bisschen Parmesan oben drauf machen, wenn man wollen würde. Frage ist, ob man es will. Du meinst also, wir sollten es ein bisschen machen? Wir wollen. Parmesan oben drauf. So. Und ich finde hier nochmal, guck mal, noch eine kleine Rutsche Dressing. Oh. Ach Gott, guck es dir an, du. Ich meine, hier sieht zwar aus wie Sau, aber es hat sich gelohnt. Sag mal, das ist echt ein geiler Caesar Salad. Macht das wirklich nach. Ich meine, was soll ich euch jetzt sagen? Und vor allem denkt dran, Dressing überwürzen, Salat nochmal würzen. Das war Caesar Salad live on tape. Und der einzige Schnitt ist jetzt hier zur Einkaufsliste. Viel Spaß. Geil. Und hier ist die Einkaufsliste für Caesar Salad für zwei Personen. Braucht ihr zwei Knoblauchzehen, ein Sardellenfilet,
Ein Eigelb, 30 Gramm Parmesan, eine halbe Zitrone, 40 Milliliter Gemüsebrühe, 2 Esslöffel Essig, 160 Milliliter Sonnenblumenöl, bisschen Salat, Tomate, Baguette, Rosmarin, Sonnenblumenkerne und ein bisschen Butter nachher für die Croutons und natürlich Salz und Pfeffer.